So, meine lieben Freunde, und da bin ich auch schon wieder mit einem neuen Part meines Let's Plays zu Paper Mario. Und wie versprochen, habe ich offscreen mal wieder hier diese ganzen Mumienpockets mehrmals hintereinander bekämpft. Und jetzt brauche ich nur noch einen Sternepunkt für ein weiteres Level up. Und wenn ich den hier besiege, also gesagt, wenn ich diese drei hier besiege, dann wird es auch schon soweit sein. Und tschüss. Okay, die beiden haben jetzt noch mit einem KP jeweils überlebt, aber das ist nicht so schlimm. So. Ein Sprung. Ich habe den Stachelschildorden. Das heißt, ich kann auch auf solche Gegner hüpfen. Und zack. Und nur ein Schaden. Und zack. Tschüss. So. Und wieder ein Level Up. So, und damit ich im Endbosskampf jetzt da nicht dumm dastehe, erhöhe ich mal meine KP auf 20. So. 20 KP sind schon mal besser als nur 15 KP, das war auch noch ziemlich wenig. So. Gleich aber nochmal speichern. So. Ja, wisst ihr eigentlich, was interessant ist an Paper Mario? Würde ich jetzt nochmal gegen die Porkies kämpfen, wobei werde ich später sowieso nochmal müssen, dann bekäme ich pro Porky nur noch mehr 2 Sternenpunkte statt 3, weil ich ja mit Mario einen Level aufgestiegen bin. Also die Entwickler haben sich da schon was dabei gedacht, dass das Level nicht allzu einfach wird. So. Jetzt bin ich wenigstens bei voller Gesundheit und ich kann wenigstens auch... Genau, ich kann hier jetzt den nächsten... Wow, genau, den nächsten Typen hier bekämpfen. Aber erstmal hole ich mir den Pyrastein. So, und ich glaube, hier eignet sich auch wieder Bombette als bester Partner. So, hopp. Genau, ein normaler Sprung bringt dir hier nicht mal was. Das heißt, Bombette macht am besten wieder ihre Powerbombe. Und zack! Jawohl. So, wenigstens diese Felsjumps hier geben noch reichlich Sternenpunkte. Das ist gut. Boah, und ganz, ganz viele Münzen. Sehr geil. Oh, verdammt. Ach, geschafft, so. So, das war der zweite Stein und ich glaube, es gibt ja hier noch einen dritten. So, ich weiß sogar, dass es hier noch einen dritten gibt. Den finde ich allerdings etwas weiter unten in den Ruinen. Ich glaube, irgendwo hier hinten. Du lässt mich mal in Ruhe, du blöder Käfer. Kehr um, Dieb! Deine Zeit ist gleich um! Kehrst du nicht um, wirst du mächtig Schwierigkeiten bekommen. Ich lüge nicht, du wirst es bereuen. Ach, halt doch die Klappe. So, hier müssen wir dann eigentlich diese Steine einsetzen, allerdings in der richtigen Reihenfolge. So, Schlüssel habe ich ja, glaube ich, keinen dabei, oder? Nein. Gut, dann muss ich sowieso mal hier unten weiter. Oh, und hier haben wir den Schlüssel. Ich glaube, da kann ich jetzt mit Parakari hinfliegen. Anders geht das, glaube ich, sowieso nicht. Okay, doch nicht. Ach so. Muss ich den Schalter drücken und dann kommt hier so eine Treppe raus. Na bitte. Kriege ich den Schlüssel? Ja doch. Sehr schön. So, und hier unten, glaube ich, müsste schon... Ah ne, hier geht's wieder... hier geht's wieder zurück. So, und hier haben wir noch eine Karte, wo wir sind. Und irgendwo, glaube ich, irgendwo steht sogar auf einer Wand, in welcher Reihenfolge ich die Steine in die Statuen einsetzen muss. Aber ich muss jetzt erstmal hier oben lang, oder? Nee, Quatsch. Ach Mann, ich verlaufe mich immer so toll. Hier muss ich weiter. Hier, und jetzt kann ich noch die Tür öffnen. So. Ah ja, genau. Hier, glaube ich, wird mir jetzt angezeigt, wie ich diese Steine einsetzen muss.
Weil hier jetzt nämlich der ganze Sand abfließt. Genau. So, und hier können wir es jetzt sehen. Also das ist von links nach rechts gesehen. Immer eins auslassen. Dreieck, Stern und Mond. Also eigentlich ziemlich leicht zu merken. Dreieck, Stern und Mond. So, und jetzt komme ich auch hier weiter. So, und hier müsste jetzt auch der Mondstein noch sein. So, genau, und hier kommt gleich wieder so ein Felsjump. Und ich halte den Mondstein, ein sichelförmiger Stein aus den staubtrockenen Ruinen. Uah, und Mario erschreckt sich total. So, komm her, Powerbombe! Und sagt Tschüss! Hä, sehr schön. Und ich erhalte wieder 8 Sternepunkte, ist das cool. So, und wieder jede Menge Münzen, das finde ich sehr cool. So. Cool, ich habe schon 125 Münzen, das ist sehr viel. Gut, jetzt habe ich alle 3 Steine. Und die muss ich jetzt natürlich noch einsetzen. Und dann kann ich auch schon zum Endboss dieses Kapitels. So, das war jetzt Dreieck. Also Pyrastein, dann hier Dierstein und hier Mondstein. Genau, und das war natürlich richtig. Und jetzt komme ich noch eine Ebene tiefer. So, und hier haben wir einen Herzblock. So, dann wechsle ich lieber mal auf Gumbario. So, ist hier unten eigentlich noch irgendwas? Nee. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit dieser Naretei. Verschwinde sofort. Ja, du kannst mich nicht aufhalten. So, hier wird noch einmal gespeichert. Und jetzt ist wieder Endboss-Time, liebe Freunde. Wow, mein Gott, was ist das? War so riesig? Voll verarscht. So groß ist er auch wieder nicht. Du hast all diese gruseligen Warnungen ignoriert. Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten und davon zu laufen? Was ist denn los mit dir? Leg dich nicht mit Tutankhamun, dem getreuen Diener von König Bowser, an. Ups, ich meine, du sollst es bereuen. Ich glaube, eher derjenige, der es bereuen will, bist du. So, Gumbare, dann sag mir doch mal, wie viele KP hat Tutankhamun? Das ist Tutankhamun. Er ist einer von Bowsers Schergen. Sein Auftrag ist es, einen der Sterne zu bewachen. Ich hörte, er leidet an einer Art Pharao-Komplex. Maximaler KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er greift an, indem er Panzer von oben dort abwirft. Versuche in Abwehrhaltung zu gehen, wenn er Magie einsetzt. Seine magische Angriffskraft beträgt 2 und tut mächtig weh. Außerdem ruft er Chomps zu Hilfe. Sie sind ihm treu ergeben. Diese Chomps verfügen über beachtliche Angriffskraft. Überleg dir genau, wen du zuerst angreifst. Tutankhamun oder Chomp? So, okay. Dann mache ich doch mal wieder meinen coolen Powerhüpfer. Um ihm ganz viele KP hintereinander abzuziehen. Okay, das waren nur 4 KP. Kommt schon, fass! Beiß den Eindringling! Oh mein Gott, und ein echter Jump! Wow, das ist jetzt kein Felsjump, das ist ein echter Jump aus Eisen. Also aus Metall. So, auch mal bitte scannen. So, oh mein Gott, maximale KP 4, Angriffskraft 3 und Verteidigung auch 3. Das ist heftig, okay, aber bevor mich der angreift, benutze ich ganz einfach den Donnerzorn. Das zieht jetzt beiden 5 KP auf einmal ab. Und zack, und bams. Na, was sagst du jetzt, hä? Na klar, du wirfst hier mit Panzer nach mir, du Feigling. So, okay, dann wechsle ich mal auf Paracari, weil Bombette kann ihn da oben sowieso nicht erreichen. Wobei, Moment mal. Moment mal, was ist, wenn ich jetzt das Erdbeben anwende? Ich glaube, da müsste er nämlich sogar runterfallen, wenn das stimmt. Zack! Okay, leider nicht.
Verdammt, na gut, dann komm her, Parakari. Ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune. Oh mein Gott. Hä? Oh! Na toll, und Parakari ist ausgenockt. Was soll denn der Scheiß? So, komm her, Powerhüpfer. Ah, du bist gleich erledigt. Fast schon. Nicht schon wieder. Ich will den nicht. Der ist echt nervig. Verdammt. Habe ich noch irgendwas zum Angreifen? Nee. Okay, dann Parakar kann sich jetzt sowieso nicht bewegen. Dann mache ich jetzt ganz einfach den Powerhüpfer auf Tutankhamun weiter. So, du hast nur noch mehr 10 KP. Autsch, verdammt. Oh Mann. So, na warte. So, Panzerwurf auf Tutankhamun. Und zack. Und du machst 5 Schaden. Sehr cool. So, und bevor ich hier drauf gehe, mache ich jetzt... Verdammt! Ich glaube, ich muss einen Superpilz opfern, dass Mario nicht drauf geht. So, Rückerstattung. Also, der Rabattorden ist schon ziemlich cool. So. Oh, verdammt! So, was kommt jetzt? Hä? Haha! Jetzt ist er runtergefallen! So, und jetzt bist du gleich erledigt. Auf dich drauf gejumpt. Zack und Bams. So. Parakari beendet es mit einem Luftangriff. Und. Oh mein Gott. 29 Sternepunkte. Ist das geil. Ich hab's geschafft, Freunde. Nein. Oh, komm her, Jumpy. Was machst du? Au, Hilfe! Tja, das kommt davon, wenn man seine Haustiere nicht gut behandelt. Und endlich, liebe Freunde, ist auch der zweite der hohen Sterne befreit. Ende. So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhamun, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Marmar wurde befreit. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage und ich darf wieder speichern und wir sind jetzt wieder bei Peach und Bowser. Hallo, wie geht es euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin in ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst wieder lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heine, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhamun geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie werden mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Tuba-Blubber stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne. Nach mir, ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit! Wir haben ein Problem! Was ist los, Kami Koopa? Was ist geschehen? Du bist da völlig außer dir! Psst!
Was? Der Stern ist aus Tumablumer Schloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann ich hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Also, eine helle Leuchte ist Bowser nicht gerade. Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort, der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Tuba-Blubber-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tuba-Blubber herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Und das heißt, wir schleichen uns mal wieder aus dem Zimmer, ohne dass irgendwer was davon weiß, weil Bowser einfach zu dämlich ist, um diesen Geheimgang hier zu entdecken. So, das heißt, wir müssen erfahren, wie man Tuba-Bluba besiegen kann. Und diesmal liegt Bowsers Tagebuch nicht mehr hier offen rum. Das hat er jetzt scheinbar weggeräumt. Draußen stehen immer noch die Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Ja, wir sollten natürlich aufpassen, wirklich nicht entdeckt zu werden. Und ich glaube, ich muss sowieso nur nach links unten zu dieser Tür hier. Genau, in die Bibliothek. Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. So, man kann hier sich allerdings ziemlich leicht verstecken. So, wie gesagt, wir dürfen überhaupt nicht entdeckt werden. Also ganz leise und vorsichtig sein. So, scheinbar hat Bowser nur kurzsichtige Wachen eingestellt. So. Ah, verdammt! Ah, scheiße, ich wollte doch da noch... Ich wollte dadurch noch hinter das Regal. Verdammt. Ach, Mano. Ich dachte, ich könnte mich da noch hinschleichen. So ein Schwachsinn. Ja, Leute, ihr seht schon, das war dumm von mir. Wie gesagt, ich habe geglaubt, ich kann hier noch vorbei, aber leider nicht. Da muss ja schon wieder so eine saublöde Wache kommen. Dann halt eben nochmal. So. Du siehst mich nicht. Du siehst mich auch nicht. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Ja, du blöde gottverdammte Wache, du. So. Die nicht mal nach links und rechts schauen, dann finde ich... Wow, finde ich auch interessant. So, wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Ah, so. Und wir haben den Kampfwutorden gefunden. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kann man diese Orden Mario schicken? Dazu gibt es in diesem Schloss irgendwo eine Zaubertruhe und da oben ist ein Lebenspilz, den man sich aber erst viel später holen kann. Hey, hast du schon von Meister Tuba-Bluba gehört? Man erzählt, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Geister wie? Meister Tuba-Bluba, er lebt tief im Nimmer-Nimmer-Wald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tuba-Bluba lebt in dem Schloss über der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegen eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tuba-Bluba manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter, mit dem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist so gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr nachts allein aufs Klo zu gehen. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musstest du mir das alles erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Tuba-Bluba unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht mal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Tuba-Bluba muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tuba-Bluba ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand lüften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist.
wenn Schubablubber dich höre, würde uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es, deswegen ist es ja ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink, Schubablubber hat also doch einen wunden Punkt. Wenn wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hast du gerade auch mal jemanden sprechen gehört? Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach, wie seid ihr hierher gekommen? Es tut mir leid, das tun zu müssen, aber ihr müsst nun sofort zurück auf euer Zimmer. Oh nein! Oh doch. Ach, ja. Aber soll's. Jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen etwas. Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternenhafen zurückkehren. Mein Name ist Marmar. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk. Marios Sternenkraft erhöht sich auf 2. Mario erhält die Sternenkraft Wiegenlied. Wiegenlied lässt alle Gegner in tiefen Schlummer sinken. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaube an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig, denn ich bin einer der hohen Sterne. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Ich kehre einstweilen in den Sternenhafen zurück, wie es wohl meinen geliebten Sternenhafen ohne den Sternenstab ergangen ist. Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Tschüss. So, und damit wäre auch der zweite der hohen Sterne befreit und wir haben eine neue Sternenattacke gelernt. So, und jetzt will ich nur noch hier weg. Eigentlich nochmal kurz zurück zu Professor Colorado, damit ich ihm dieses Artefakt aus den Ruinen zeigen kann, dass ich noch einen weiteren Sternsplitter bekomme. So, wo ist denn hier eigentlich diese gottverdammte Straße? Ich glaube, ich muss noch weiter nach Süden. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Frieden. Ah, hier ist die Straße. Sehr gut. Und da sind wir auch schon. So. Ach, was für ein Jammer. Noch immer nicht ein Funken eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment. Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst. Es sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus. Trügen mich meine Augen oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte, würdest du es mir überlassen? Ja, bitteschön, da hast du. Ein Hoch auf Mario, umwerfend, alter Junge. Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, da hast du. Und ein weiterer Sternsplitter. Nun hast du auch den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an die Erinnerung daran, alter Junge. Was er nicht weiß, ist, dass ich schon längst alles in den staubtrockenen Ruinen erledigt habe. So, und hier kann ich jetzt einmal endlich wieder speichern. Und ich werde den Part jetzt beenden. Und ich glaube, ich werde sogar den Rückweg nach Thorton schneiden. Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder in Thorton, liebe Freunde. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.